Moin Leute, mein Name ist Klaas und in diesem Video zeige ich euch einige Tipps und Tricks für eure Mac, die ich so regelmäßig in meinem Alltag benutze. Dabei ist es egal, ob ihr ein iMac, ein MacBook oder ein Mac Mini besitzt. Hauptsache, ihr habt das aktuellste Update installiert. Was ich euch zeige, sollte aber auch größtenteils bei älteren Geräten funktionieren. Ich werde euch jetzt erstmal sinnvolle Tastenkombinationen zeigen, wie euer Mac schneller und effektiver nutzen könnt. Danach zeige ich euch noch ein paar generelle Einstellungen und am Ende werde ich euch noch kurz zeigen, was für Zubehör ich für mein MacBook benutze. Apple hat gerade für macOS ein großes Update im Herbst angekündigt namens Big Sur. Ich hoffe mal, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Big Sur. Es handelt sich um ein großes Update des Interface-Designs und des gesamten Erscheinungsbildes, wie zum Beispiel Icons. Aber die Tipps und Tricks, die ich euch zeige, sollten auch mit dem Update kompatibel sein. Darüber werde ich dann aber auch nochmal ein Video machen, wenn es soweit ist. Auf meinem Kanal mache ich Reviews, Tutorials und alles rund um nützliche Technik. Solltet ihr euch dafür interessieren, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. So, jetzt genug der Worte, viel Spaß mit dem Video. So, dann fangen wir mal an. Die ersten Kombinationen, die ich euch zeigen möchte, sind die bekanntesten und somit reine Basics. Deshalb mache ich es kurz. Möchtet ihr einen Text oder eine Datei kopieren, könnt ihr diese einfach markieren und dann CMD, also CMD steht für Command, und dann C drücken. Jetzt ist der Text in die Zwischenablage kopiert. Um den Text dann irgendwo anders einzufügen, könnt ihr wieder CMD drücken und dann V. Also das ganz normale Copy and Paste. Ihr könnt aber auch einen Text ausschneiden, indem ihr CMDX drückt und dann wieder CMDV, um das Kopierte einzufügen. Möchtet ihr einen Text komplett markieren, könnt ihr CMD und A drücken. Das geht nicht nur mit Text, sondern beispielsweise auch mit Dateien. Habt ihr ein Dokument offen und möchtet es speichern, könnt ihr die Tastenkombination CMDS nutzen. Wenn ihr eine Eingabe getätigt habt und möchtet diese rückgängig machen, könnt ihr CMD und Z drücken. Wollt ihr genau das Gegenteil, also die Eingabe dann doch wieder herstellen, könnt ihr die ähnliche Kombination Shift-CMD und dann Z drücken. Ist auf eurem Mac ein Programm geöffnet, gibt es mehrere Wege, dies zu schließen. Drückt ihr jetzt einfach oben links auf das X, dann wird nicht das komplette Programm geschlossen, sondern nur das Fenster. Um das Programm dann zu schließen, müsst ihr normalerweise auf die Menüleiste selbst gehen und dann auf Schließen. Aber dafür gibt es natürlich auch eine Tastenkombination, um das Ganze produktiver zu gestalten. Also, möchtet ihr nur das Fenster schließen, dann müsst ihr CMDW drücken. Jetzt ist nur das Fenster geschlossen. Wie ihr seht, ist das Programm noch geöffnet. Wenn ihr das Programm komplett beenden möchtet, dann könnt ihr CMDQ drücken. Jetzt ist das Programm komplett beendet. In den Einstellungen eures Macs könnt ihr euch aussuchen, ob ihr das Dock immer eingeblendet haben möchtet oder nur, wenn ihr den Mauszeiger dorthin bewegt. Es gibt aber immer mal wieder Situationen, in denen ihr das Dock konstant eingeblendet haben möchtet. Hierzu könnt ihr die Tastenkombination Option, also Alt, CMD und D nutzen. Hier könnt ihr einfach bestimmen, welche Eigenschaft das Dock gerade haben soll, ohne den Umweg über die Einstellung. Apropos Dock. Kennt ihr das, wenn ihr mehrere Programme geöffnet habt und dann über das Dock versucht, genau das Fenster zu öffnen, an dem ihr gerade arbeiten wollt? Apple bietet hier eine ganz einfache Lösung, um ein Programm entspannt auszusuchen. Hierfür einfach auf CMD und dann auf Tab drücken. Jetzt werden euch alle offenen Programme angezeigt. Drückt ihr wieder auf Tab, könnt ihr euch durch die Programmauswahl bewegen. Habt ihr euer Programm ausgesucht, könnt ihr CMD einfach loslassen und schon seid ihr auf dem gewünschten Fenster. Je nachdem, wie viele Programme ihr gerade geöffnet habt, habt ihr bestimmt keine Lust, die ganze Zeit Tab, 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 Tab zu drücken. An dieser Stelle könnt ihr das Programm nicht nur durch Tab drücken auswählen, sondern auch einfach mit der Maus auf das gewünschte Programm fahren und CMD loslassen oder das Programm anklicken.
Ach so, wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lassen würdet. Seid ihr konzentriert und möchtet nicht durch Benachrichtigungen abgelenkt werden, wie zum Beispiel Mails oder Nachrichten, könnt ihr ja über Notification, Mitteilungen, die Nicht-Stören-Funktion aktivieren. Ist euch dieser Weg jedoch zu aufwendig, könnt ihr einfach die Option- bzw. Alt-Taste gedrückt halten und auf den Benachrichtigungs-Button drücken. Wie ihr hier seht, wird der Icon jetzt so transparent. Das bedeutet, die Benachrichtigungen sind deaktiviert. So kann die Nicht-Stören-Funktion ein- oder ausgeschaltet werden. Es gibt immer wieder Situationen, in denen ihr einen Screenshot von eurem Desktop braucht. Um ein Standard-Bildschirmfoto zu erstellen, müsst ihr einfach Shift, CMD und dann 3 drücken. Der Screenshot wird dann hier unten in der Ecke angezeigt und abgespeichert. Möchtet ihr jetzt aber nur einen bestimmten Ausschnitt aufnehmen, könnt ihr auf die Tastenkombination Shift, CMD, 4 zurückgreifen. Habt ihr die Kombination eingegeben, kommt hier dieses Steuerkreuz, mit dem ihr den Ausschnitt, von dem ihr einen Screenshot machen möchtet, genau aussuchen könnt. Habt ihr aber mehrere Fenster auf eurem Desktop geöffnet und wollt nur von einem bestimmten eine Aufnahme machen, kann folgende Tastenkombination Abhilfe schaffen. Und zwar Shift, CMD, 4 und die Leertaste. Jetzt könnt ihr euch hier aussuchen, von welchem Fenster ihr einen Screenshot anfertigen möchtet. Ziemlich nützlich, oder? Habt ihr es eilig und wollt den Bildschirm sofort sperren, könnt ihr hier die Kombi Ctrl-CMD-Q nutzen. Die letzte Funktion, die ich viel nutze, ist der Finder. Den Finder öffnet ihr, indem ihr oben auf die Lupe drückt. Mit Hilfe des Finders lassen sich zum Beispiel Dateien suchen. Die einfachere Variante, den Finder zu öffnen, ist, ihr drückt einfach auf CMD und dann auf die Leertaste und zack, ist der Finder offen. Jetzt, wo wir schon mal hier sind, zeige ich euch mal noch direkt, wie ihr herausfindet, wo genau die Datei liegt, die ihr gerade sucht. Hierzu öffnet ihr jetzt nochmal den Finder und gebt ein, was ihr finden möchtet. Ich suche hier jetzt einfach mal Logo glasklar. Nun möchtet ihr aber nicht immer nur die Datei sehen, sondern auch wissen, wo sie sich befindet. Ist die Datei im Finder ausgewählt, könnt ihr einfach CMD gedrückt halten und der Pfad der Datei wird euch angezeigt. Jetzt seht ihr genau, wo sich die Datei, die ihr sucht, befindet. Am Anfang habe ich euch ja gesagt, dass ich euch zeige, was für Standardeinstellungen ich bei meinem Mac verwende. Gerade habe ich euch ja gezeigt, wie ihr im Finder die Verortung einer Datei angezeigt bekommt. Das gleiche könnt ihr euch auch permanent anzeigen lassen, wenn ihr euch in eurer Ordnerstruktur bewegt. Hierzu müsst ihr einen Ordner öffnen und dann auf Darstellung und hier Pfadleiste einblenden aktivieren. Öffnet ihr jetzt einen Ordner, wird euch direkt der Pfad angezeigt, wo sich dieser befindet. Jetzt wisst ihr immer genau, wo eure Dateien liegen. Nun kommt eine Funktion, die ich wirklich jedes Mal nutze, wenn ich an meinem Mac sitze. Möchtet ihr euch eine Datei, wie zum Beispiel ein Foto, ein Text, ein Video oder was auch immer anschauen, dann müsst ihr diese gar nicht anklicken und warten, bis ein Programm zum Öffnen oder was auch immer aktiviert ist. Ihr könnt einfach einmal auf die Datei klicken und dann eine Vorschau durch Drücken der Leertaste öffnen und durch erneutes Drücken wieder schließen. Eine gleichwertig sinnvolle Funktion ist das einfache Umbenennen von Daten. Viele nutzen den Rechtsklick, um auf Umbenennen zu klicken. Aber es geht viel einfacher. Möchtet ihr den Namen einer Datei schnell ändern, müsst ihr einfach nur die Datei einmal auswählen und dann auf Enter drücken. Jetzt könnt ihr hier ganz einfach den Namen ändern. Der Mac bietet eine weitere sehr nützliche Funktion, die jedoch etwas versteckt ist. Hierzu müsst ihr auf Systemeinstellungen und dann auf Schreibtisch und Bildschirmschoner. Hier müsst ihr jetzt auf die Funktion aktive Ecken drücken. Nun könnt ihr euch verschiedene Aktionen einstellen, die ausgeführt werden sollen, wenn ihr mit eurem Mauszeiger in eine der Ecken geht. Ich stelle hier jetzt mal die Mission Control ein. Wenn ich jetzt meinen Mauszeiger in die Ecke unten links bewege, erscheint die Mission Control, um schnell zwischen verschiedenen Fenstern zu wechseln. Mit der Tastatur des Macs lässt sich die Lautstärke ja mit Hilfe der beiden Tasten F1 und F2 steuern. Nun kann es aber sein,
dass ihr eure gewünschte Helligkeit nicht genau einstellen könnt, da es nur 16 Stufen gibt. Hierzu könnt ihr die Tastenkombination Shift, Option, F1 oder F2 nutzen. Jetzt ist jede einzelne Stufe in verkleinerte Abschnitte unterteilt. Die gleiche Funktionsweise könnt ihr übrigens auch beim Einstellen der Lautstärke nutzen. Hierfür müsst ihr die Kombination Shift, Option und dann F11 oder F12 drücken, um die Lautstärke in kleineren Schritten einzustellen. Kennt ihr das auch? Ihr seid mit einem Projekt durch und euer ganzer Schreibtisch ist voll mit verschiedenen Dateien und es sieht einfach nur unaufgeräumt aus. Ich versuche, meinen Schreibtisch immer so aufgeräumt wie möglich zu halten. Hierzu gibt es eine einfache und effektive Funktion namens Stapel. Um sie zu nutzen, müsst ihr auf Darstellung und dann die Option Stapeln auswählen. Auf eurem Laptop werden jetzt automatisch Stapel angelegt mit verschiedenen Kategorien eurer Dateien. Drückt ihr nun auf die Stapel, sind dort eure Dateien enthalten. Diese Option kann noch genauer eingestellt werden, indem ihr einen Rechtsklick auf euren Schreibtisch macht und Darstellungsoption Einblenden auswählt. Zum Beispiel könnt ihr euch die Bezeichnung rechts anzeigen lassen oder die Größe der Symbole anpassen. Um meinen Rücken zu schonen, habe ich mir vor einiger Zeit diesen Laptop-Stand gekauft und im Zusammenspiel mit meiner Tastatur und meiner Maus bin ich wirklich zufrieden. Mein MacBook steht in einer angenehmen Höhe und ich kann gut daran arbeiten. Der Originalstand von Apple war mir damals etwas zu teuer und ich habe mir hier diese Variante bei Amazon bestellt. Wenn ihr euch dafür interessiert, packe ich euch den Link dazu mal in meine Beschreibung. In diesem Video habe ich euch jetzt einen Eindruck gegeben, was und wie ich mein MacBook nutze. Natürlich gibt es noch viele andere Shortcuts und Einstellungsmöglichkeiten, die ich jetzt nicht aufgeführt habe. Also würde ich gerne von euch wissen, was sind eure Lieblingseinstellungen und welche Shortcuts verwendet ihr am liebsten bei eurem Mac? Schreibt es mir doch mal unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin.